So, heute auf meinem Reparaturtischchen ein Aiwa ADWX929 Doppelkassettendeck, so Mitte der 90er Jahre. Elektrisch funktionsfähig, wohl, aber mit zwei bzw. drei Problemen. Problem Nummer 1: Eject links. Da hat wohl der Vorbesitzer selber dran rumgeschraubt, hat irgendwas falsch wieder eingebaut. Rechts geht, Testkassette. So, Problem ist hier, sind wohl die Riemen auf beiden Seiten. Hier steckt wohl noch eine Kassette drin, glaube ich. Ja, hier ist keine drin. Also die Riemen auf beiden Seiten sind wohl schön durchgegammelt. Dann schauen wir uns das Ganze doch mal an.